So, Runde 2, auf geht's. Would you like to play first? Yes. Would you like to keep this hand? Definitely. Ja. Kannst du mal seinem Gegner schreiben, dass wir ihm auch Hello und Good Luck wünschen? Ich wünsche niemandem Glück. Ja, das stimmt. Mach ich auch nicht. Weil es wäre unehrlich. Ja, von mir aus. Er soll Spaß haben dabei, wenn wir ihn beaten. Wie er Mulligan auf 5 nimmt und screwt. Ja. Und wehe, du hast keinen Spaß. Ha. So, wir schauen jetzt einfach für 4 vorbei. Und dann schaut er für 4 vorbei. Also egal, was wir machen, wir kriegen es zurück. Ah. Ja, na, noch sind wir in der Aggressorrolle, oder? Die Frage ist, ob wir einen Charme spielen wollen. Ich finde es gar nicht Schlecht. so schlecht. Wenn wir den Charme, dann wird er die Sprite abnocken. Das ist eigentlich ein bisschen unangenehm. Frage ist, ob wir jetzt vielleicht lieber nur 2 machen wollen, um nur 2 zu bekommen. Ja, lass doch den Bodentypen da, vielleicht spielt er einen Giant Growth, dann wird der Assorius Charm nämlich richtig gut. Weil damit Mace leider haben wir auf jeden Fall ein schöneres Board. Okay, legen wir den jetzt oben drauf? Hat er, ach so, hat er vorm Kommen mit seinem Land gespielt? Er hat noch kein Land gespielt. Ja, die Frage war, ob er das vor dem Kommen mit davor gespielt hat. Ich glaube Mace ja. Forest. Ah, er hatte kein Combat, deswegen. Naja, nee, also den werde ich jetzt nicht. Also ich schon. Wenn ich sicher wäre, dass der Mensch immer vorm Comment sein Land legt, dann würde ich es tun. Aber also es wirkt gerade ein bisschen so, dass er keins hat. Ja. Er hat sie aber auch alle. Stealer of Secret. Das lässt mich aber mit beiden angreifen. Frage ist, ob ich die Sprite pumpen will. Eigentlich nicht, ne? Weil ich will ja Ja, den Stealer legen. Ich habe nicht so wirklich Lust, ihn zu nehmen. das stimmt. Sonst scavenged er sich hier noch einen ab. Ja. Ich hatte Killing Glare. Okay. Ich hatte neulich mal die Situation, wo der Gegner einen Deathrite Charm hatte und ich musste mühlen. So, aber jetzt. Naja, der hat schon wieder kein Land gelegt, das Depot. Komm, wir mühlen ihn. Unsere ganzen guten Karten. Ja, nee, aber Titer ist es natürlich nicht ihn zu mühlen. Ja, er soll doch seinen komischen Aktus-Deck ziehen. Stimmt. Ah, auch. Der liegt doch oben drauf. Ey, war das gerade Heart Removal, was wir da gemacht haben? Für 2 Mana? Ah Nein, er nein, spielt eben ihn doch. nicht. Aber es hätte Heart Removal sein Aber können. wir wollen doch, dass er den Jack zieht. Richtig. Aber stell dir mal vor, es wäre ein Jack-Nex-Dämon gewesen. What, Mensch. what? Ja. So, wenn er jetzt mit dem Jack angreift, würden wir blocken. Nee, oder? Ist es denn, also hätte er nicht einen Spot für einen Giant Growth vorher angebracht? Ja, aber ich glaube nicht, dass er blufft. So. Wir werden das traden, oder? Ach so, ja. Aber der 3-5er bleibt natürlich zurück. Warum? Er macht 3 Schaden. Ach, wir tauschen wieder nur 3 gegen 3. Na gut. Aber wir tauschen das gegen das, ne? Ne, Ja, und wir ja. machen dann 5. Ja. Oh. Wir wollen auf jeden Fall, dass der Flieger geht. So, jetzt kann er Cannon spielen, wenn er will. Oder was mit Reach? Okay.
Bam. Dieses blau-weiße Agro-Deck. Brauche ein Removal für den Spirit und noch einen Flieger. Gibt's irgendwas, was Leben macht als Removal? Ja. Ach, diese Zeiten mit Vicious Hunger und so. Gab's eigentlich schon lange nicht mehr, oder? Removal, was gleichzeitig Leben macht? Mit so schwarz. Außer in M13 für 5 Mana. Essence Drain, stimmt. Stimmt. Ach, ich war so großer Fan von Essence Drain. Es gab eigentlich nichts Sweeteres als mit dem Manta, der einen Instant wiederholt. Essence Transform. Essence Train. Das ist auch noch so ein schöner Reset-Button. Ja, naja, ich finde Essence Train ist schön, aber war mal ein bisschen klobig. Ich machte die roten Removal Spells viel mehr. Okay, haben wir Lust, Runner's Bane zu haben gegen ihn? Na, aber Logo. Auch wenn er Scavengen und oder Pump Spells machen kann? Ja, wenn er seine Pump Spells verschwenden möchte, um unsere Enchantments zu zerstören, kann er. Aber er hat uns doch nur 2 Power Dudes und 3 Power Dudes gezeigt. Also gegen ihn wird das schon ordentlich Tempo machen. Gibt es irgendeine Karte, die wir wollen? Schauen wir uns das doch mal an. Er hat uns weder Instants gezeigt, noch Removal. Er hat jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Ist die Frage, ein Ethereal Armor vielleicht zocken? Wenn wir wirklich so ins Race gehen und einfach mit unseren Bodenkreaturen effektiv angreifen wollen. Ich glaube, on Draw können wir das Gridlock rausnehmen. Mhm. Dann hätten wir jetzt eine Karte, die wir ausprobieren können. Du würdest eine Ethereal Armor nehmen? Ich bin also so ein Timmy, nennt man das, glaube ich. Die gerne solche Karten spielen. Ich glaube schon, wenn wir irgendwie in dieses Battle kommen und schon einen Runner's Bane haben, ist das eine Karte, die auf jeden Fall schnell viel Schaden macht. Ich bin zwar kein großer Fan davon, aber bin ein großer Fan von ausprobieren. Ja, wenn er uns jetzt viel Removal zeigt, dann ist es vielleicht nicht so gut. Na, ist doch El Hando. Willst du ihn tappen? Ja. Obwohl ich nächste Runde, also ich will doch lieber einen Flieger tappen, oder? Wenn ich sowieso Cedro Denison spielen kann, der mich für viel müllt. Jetzt legt er das Land nach dem Kombat. Weil er uns verwirren will. Wenn der den größer macht, dann block ich den auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, so. Was wollen wir denn? Leg ich den zweiten davon? Möchte nicht der Skorpion auf jeden Fall das Runner's Bane haben? Weil er mit dem er jetzt angreifen will? Ah, oder wir doppelblocken sogar den Battering Crosses? Also den Skorpion können wir nicht blocken, da sind wir uns einig darüber. Das heißt, der Skorpion, obwohl, den Skorpion mit dem zu blocken ist einfach... Aber dann wird irgendwas ganz besonders mächtig und wir haben nichts, um was ganz besonders Mächtiges zu ändern. Wir haben noch keinen Bound, der wäre ganz angenehm. Das heißt, wir wollen den tappen. Wenn wir den tappen wollen, haben wir nur das als Möglichkeit. Wenn er dann noch einen größer macht, können wir doppelblocken. Finde ich nicht so schlimm, okay. Ja. Und Ethereal Armor wollen wir nicht spielen? Nö, würde ich jetzt... Finde ich nicht gut, das jetzt rauszubasteln. Wenn er jetzt doch Removal hat, geben wir uns nur den... Dann ist der Deputy eigentlich... Wenn er jetzt irgendein Removal für den Cedro Denison hat... Genau, jetzt kommt einfach der Deputy rein und macht den netten Doppelblock. Ich habe eigentlich immer noch keine Lust, ihn zu müllen, oder? Dann werden wir wahrscheinlich einfach uns. Ja. Oh, das Guild Gang.
Ja, ich bin aber froh, dass ich die doppelweiße Karte jetzt nicht ziehen musste. Okay. Und jetzt spielen wir einfach so ein Kommando. Ja, das... Haben wir Bock, mit dem anzugreifen? Eigentlich schon, oder? Wenn er das Kommando tötet, was er wahrscheinlich nicht machen wird. Aber wenn er das Kommando tötet, haben wir immer noch das Armor-Backup. Ja. Ich glaube, ich will einfach... Mach ihm den Stepper. Obwohl, wenn er blockt, kann er... Ja, nee, dann kann er sich einen scavengen, ja. Ja, das ist irgendwie nicht so gut. Jedenfalls nicht fürs Trade. Okay. Ja, wir wollen ihn ja nicht einfach so aus dem Runner's Bane kommen lassen. Da soll er wenigstens seinen Beetle opfern, anstatt dafür einen guten Tausch zu bekommen. Ja. Okay. Ah, okay. Aber na, jetzt tauschen wir den Beetle. Ja. Aber warum? Der ist doch auch ganz schlecht, wenn wir das machen und dann das drauf. Also es ist nicht besser. Okay. Er kann jetzt für 2 machen, das heißt, der wird 5. Ja, der kann den aber immer noch nicht blocken. Nee, weil der ist... Frage ist, wie schnell können wir den Damage machen? Wir kriegen jetzt 5 und dann spielen wir das. Dann müssen wir doch irgendwann die Kreatur, die er scavenged, auch blocken. Aber das wäre dann die... Ja. Ja, okay. Ich glaube, tauschen ist ganz gut. Das müsste ja eigentlich der Bloomwing sein. Wenn er jetzt da drauf scavenged, blockst du dann? Nee, nee, nee. Der ist ja ein Powerflieger. Ja, okay. Aber sobald wir in Land ziehen, können wir uns ja eigentlich ziemlich entspannen. Oh, das ist natürlich tasty. Das ist natürlich richtig gut, wenn er jetzt nochmal drauf gewinnt, ja. Was er wahrscheinlich machen wird. Ja. Ach, schmeckt das gut. Ist auch schön, dass es in dem Format nichts gibt, was irgendwie instantmäßig Hexproof gibt. Obwohl, Mesium Skin gibt es natürlich. Ja, aber, halt aber nicht in den Farben. Schatz, ja. Jetzt könnten wir den entsorgen. Haben wir Lust darauf? Den willst du entsorgen? Den Typen, der auf der Library liegt. Ja klar, oder? Der ist 3-4. Den blocken wir erstmal nicht so gut. Ja. Ja, ja. Er hat uns ja auch gezeigt, jetzt 2 Runden, dass er nichts Gutes auf der Hand hat, sonst hätte er nicht gescavenged. Ja, ja, aber er ist halt ein 3-4er, der nicht blocken kann. Das ist jetzt auch nicht das beeindruckendste. Na, wir können jetzt nur gute Sachen ziehen. Unsere Anliegen. Wir haben noch einen Maester. Ah, du hast recht. Lass uns den mal rippen. Okay. Wenig beeindruckend. Ich bin für Tokens. Ja, aber dann ist ja ziemlich sicher droht einfach nächste Runde. Who you gonna call? Back? Ah, 4-mal Evolve! Come on! Das hat ihn vom Stuhl gehauen. Okay. Finale. Oh, wir haben es mal geschafft. Wir haben uns Stückchen für Stückchen hochgearbeitet, hast du nicht gemerkt? Ja. Erste Runde komplett raus, dann zweites Mal Halbfinale. Ja. Jetzt werden wir natürlich das Finale verlieren, was für uns schade ist, aber für euch natürlich ein Grund, den nächsten Draft anzugucken. Ja. Insofern, bis gleich.